Ich frage mich, ob irgendwer heute gegen mich ankommen kann. Ich bin in Topform. In Topform? Soll ich das ernst nehmen oder nicht? Und damit herzlich willkommen zur... zur nächsten Test-Drive von Limited 2 Folge, nämlich Nummer 12 wahrscheinlich. Und wir sind natürlich wieder gleich an der Spitze. Oh. Mist. Der bremst mich hier vor mir ab. Der bremst mich ab. Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt aber, jetzt aber. Uah, Mist. Ah, einfach nochmal anfangen. Wenn der Wagen durchdreht, dann natürlich genau in die Richtung, wo man nicht hinfahren möchte. Na gut, warum nicht? Warum denn aber nicht? Wir sollten... Der Lotus vor mir, die Lotusse hier, wie die Mehrzahl auch vom Lotus ist, weiß ich nicht. Die sind auf jeden Fall alle viel langsamer und deshalb... Ach, ist natürlich nicht so... Ich habe mir gedacht, die Ampelschaltung gleich mal mitzunehmen. Ruhig. Ach ja, ich habe vergessen, dass die Bremse nicht so gut ist hier. Nein, ich bleib hier. So. Jetzt sind wir erstmal wieder alleine für uns. Das ist eine fiese Kurve. Das ist eine scheiß fiese Kurve, ganz ehrlich. Wie kann man die nur so scheiße machen, ne? Ganz ehrlich, so eine Kurve, ey, ganz ehrlich, tut mir leid, ne? Dieser Lotus. Das ist echt schwer zu fahren, weil wenn man Gas gibt und die überholen möchte und die an einen dran sind, dann... Es vertrübt mir wieder den Tag. Es ist unglaublich. Ja, es ist unglaublich. Wie langsam der Lotus ist, oder, ne? Ey! Was soll das denn? Bin ich jetzt gegen Kannsteine irgendwie gefahren, oder wie? Ist einfach stehen geblieben. Aber ruckartig stehen geblieben. Alter, ganz ehrlich. Tut mir leid, was ist denn das für ein Scheißspiel, ey? Und der Lotus wieder, der Blaue, immer der Blaue. Es ist immer der Blaue. So, den bin ich jetzt los. Meine Güte. Jetzt ist Miami nur noch im Weg und der Blaue. Ich dürfte doch mal, oder? Ich dürfte doch einmal, bitte, einmal. Scheiß Kurve kommt jetzt. So, jetzt werde ich mal Gas geben. Jetzt fahren wir eine ganze Zeit lang geradeaus. Das ist jetzt meine Chance, diesem Team hier zu beweisen, dass ich nicht immer der Letzte sein muss, dass ich auch mal der Erste sein darf. Lieber so ein bisschen ab teilweise. 150. 160. Perfekt. Kein Gegenverkehr. Ich liebe es. Nein! Was? Nein! Nein! Fick dich! Dann holen wir einen. Wir haben aufgetunten Mustang.
Was? Wie konnte ich gegen diese scheiß Hauswand fahren? Kack auf. Hallo, scheiß Auto, jetzt... Alter, der kann... Nein, komm. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Das ist mein Ziel, das ist mein Platz. Ich bin der Erste. Wenn ich darum kämpfen muss, was ich ja bereits schon tue. Und in der ganzen Rangliste auf Platz 5. Krass, ey. Oh. Schmoll doch nicht. Du gewinnst ja auch was. Professionellen Rat in Sachen Kleidung. Schalt die Schnauze. Oberzickel. Ich bin... Gut, das war jetzt wieder. Das waren jetzt insgesamt haben wir jetzt zwei Meisterschaften verkackt und diese. Aber das C4, ja, C4 haben wir gewonnen. Also die C4 Elite haben wir jetzt verkackt. Die C4 haben wir gewonnen. Ja. Die beiden haben wir verkackt. Die beiden haben wir gewonnen. Ich weiß nicht, geht das jetzt weiter oder... Confifa 30.000! Was ist das denn für ein Wagen? Mein Wagen muss zur Inspektion, aber ich habe keine Zeit, mich selbst darum zu kümmern. Würden Sie das für mich machen? Aber bringen Sie ihn mir unversehrt zurück. Netter Scuderia. Natürlich mache ich das. Ein Scuderia vielleicht auch gern Schrott. Ich mag Scuderia, vor allen Dingen Scuderia Spider. Die sind... Ach krass, ich kann mir wieder so viel Zeit... Oh, schöner Motor. Oh, schön. Nochmal? Der ist standhaft auf der Straße. Der rutscht nicht weg. Geil. Geiler Wagen. Langsam an den vorbeipreschen hier. Das ist jemand liegen geblieben. Das kommt davon, wenn man hat eine Schrottkarat. Und nicht so wie ich, ein Ferrari. Schöner, ein sehr schöner Wagen. Gut gelungen. Ich liebe diesen Wagen. Ich liebe es, mit dem zu fahren. Das ist der schönste Wagen, den ich je gesehen habe. Und ich genieße es gerade richtig. Autohändler verfügbar. Ferrari Süden. Geil. Da kriegen wir den wahrscheinlich auch zu kaufen.
dann. Kein Kratzer. Würde ich jetzt gerne haben. Wisst ihr was? Wir kriegen die auch. Mit diesem Ferrari kann man keinen Unfall bauen. Der ist. Ist ein Kunstwerk vom Künstler selber. Ist einfach ein Traum. Dieser Wagen ist ein Traum. Natürlich auch mein Traumauto, ne? Wobei ich nicht wüsste, wie man einen Ferrari wirklich richtig fahren würde. Ich würde es nicht können. Ich würde es erstmal lernen. Ich würde es auch lernen wollen, wie man sich verhält in einem Sportwagen. Wenn es dafür eine bestimmte. Wenn es da vielleicht so eine Schule oder sowas gibt, wie man eine Fahrschule, wie man für Sportwagen extra oder sowas, das würde mich schon interessieren. Ob sowas gäbe. Wäre krass. Wäre wirklich krass. Wisst ihr was? Kommt doch keiner. Und das Ziel ist uns schon direkt voraus. Mal schön blinken. Ich habe nur die Fenster aufgemacht. Also ich habe nur die Fenster benutzt. Fahr! Wehe, jemand berührt mein Auto. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiederhören. Das war nett. Ist echt geizig, kann das sein? 25 Punkte, ja, geht. So, was haben wir hier? Okay. Sanftstoß. Was ist denn das? Da komme ich doch einfach hin, oder? Einfach hin. Wenn einfach ist, ne? Ihr Fahrziel befindet sich noch einen Kilometer entfernt. Echt? Hi, hier ist Jude. Du wirst manchmal Wracks auf der Insel versteckt finden. Wenn du alle in einem Gebiet ausfindig machst, bastel ich dir daraus ein Bonusauto. Also los geht's, erforsche die Insel. Danke. Forsche die Insel, okay. Schrottautos kriegen wir. Punkte, Straßenpunkte sind das. Wir kriegen Erkundungspunkte hier für die Straßen, okay. Können wir uns ja mal ein paar Folgen beschäftigen, vielleicht nochmal die Insel zu erkunden oder sowas. Das wäre mal so meine Idee. Damit man wirklich alles vom Spiel sieht. Sie haben Ihr Fahrziel erreicht. Hallo, würden Sie mich bitte nach Hause fahren? Ich muss Sie warnen, mir wird in Autos schnell übel, also fahren Sie bitte vorsichtig. Das kann ich nicht versprechen, Süße, aber ich kann das Beste für dich tun.
Möchten Sie Radio oder sowas haben? Nee, ne? Ah, ist ja GEMA geschützt. What? Stoß. Ach, der darf nicht nach oben, ja. Der darf gar nicht nach oben. Wissen Sie was? Der kommt doch nicht nach oben, der Stoß. Wir überholen den mal. Huch, da kamen zwei geendet, da kam einer entgegen. Das ist mal das ein bisschen das Problem bei denen, ne? Was suchen sie eigentlich hier mitten im Nichts? Wie kommen sie eigentlich dahin? Wie kommen sie eigentlich mitten ins Nichts rein? Also ich verstehe das nicht. Da ist kein Gebäude, kein Nichts. Ui, ruhig. Ruhig! Ruhig, 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 ruhig. Sind wir auch gleich da. 3,2, 3,1. Solange der Stoß nicht über 60 geht, ist ja alles okay. Ich darf da auch mal die Hupe benutzen, oder nicht? Knack, knack, knack. Ich liebe das. Ich liebe es, wie die das Knattern vom Motor gemacht haben. Okay, der Stoß ist bei 15. Geht ja wieder runter, zum Glück. Ja, so macht man das. Sind Sie wahnsinnig? Oh. Was stand denn der auch da? Was fährt denn der auf meiner Spur? Mensch. Der war bei 90, das Ding. Die Anzeige. Ist bei 30, geil. So, das Ziel ist direkt vor Augen. Tut mir leid, das kann ich nicht mehr ernst nehmen, was die da jetzt veranstaltet hier für den Tumult. Das kann ich nicht mehr ernst nehmen. Und, ja, 30, 40. Perfekt, geschafft. Danke, das war echt nett von Ihnen. Positiv oder negativ gemacht? Egal, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Test Drive von Level 2. Bis dahin, ciao.